wird ein Kampf sein. Nur ein kleiner Scherz, meine Freunde. Du siehst aus wie eine Schwuchtel auf Fotos und gehst lutschen für Promo, oder warum hast du Homo einen Kussmund als Lohn? Ich zerstampfe diese Tunte und zerreiß dich mit... Und 3, 2, 1. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Atera 7. Mit dabei haben wir den Alan. Jo, es geht ab. Und ich baue mich jetzt auch hier ein bisschen weiter. Oh mein Gott, Alter. Ja, ein Diamond war in der Kiste drin. Nice. Oh Mann. Und letzte Folge, ich hab's dir nicht gesagt, am Ende ist ein Creeper einfach zu mir hingekommen, das explodiert. Ich konnte gerade noch blocken. Wer weiß, wie das dann ausgegangen wäre. So, mal gucken, wie ich jetzt hier an Dias kommen werde. Gott sei Dank sind die Aneta-Warzen nicht unsere Sorge, da ich ja diese eine Warze hier habe. Durch den Spawn, also der Spawn hat sich wirklich krass gelohnt. Find's aber auch gut, weißt du, weil dann traut sich mal vielleicht wenigstens wer. Als wenn dann nur so Trash ist. Ja. Da hatte ich also nichts mehr mit Trauen zu tun, weil hier Lucky war zum Beispiel, war da einfach ein einziges Schwert drin, der ganzen Spawn, das lohnt sich halt überhaupt nicht. Aber naja. Ja, wollen wir das nächste Thema dann direkt behandeln, damit den Zuschauern nicht langweilig wird. Ja, okay. Und zwar hier, keine Ahnung, Weihnachten. Wie findest du die Weihnachtszeit? Also, ich finde die Weihnachtszeit immer mega geil, vor allem in meiner Stadt ist so, das ist wahrscheinlich überall so, aber bei mir gibt es halt voll die heftigen Beleuchtungen, überall. Und die sorgen dann immer so für mega das Weihnachtsfeeling. Mhm. Aber das Ding ist halt, bei uns schneit's. Also man könnte davon ausgehen, da ich in der Schweiz wohne, dass es mal schneit, aber es schneit eben nie. Also praktisch nie, es hat jetzt schon ein Jahr ungefähr nicht mehr geschneit. Oh. Also bei mir halt, in der Schweiz wahrscheinlich schon irgendwo, also wahrscheinlich... Also an deiner Stelle meinst du, ne? Ja. Genau, aber hier in der Stadt irgendwie, nö, Fehlanzeige. Ja, das ist bei uns auch so, Alter. Wir wohnen halt, also weil in der Nähe von Köln hier ist es ja so, in dem Ort so, dass es eigentlich eher ein bisschen wärmer ist als woanders. Und bei uns schneit es halt auch nicht. Ich weiß nicht, vor mehreren Jahren, da hat es hier auch geschneit und es war halt, keine Ahnung, es war halt richtig cool dann. Aber jetzt schneit es halt nicht mehr. Das ist richtig scheiße, also es wird immer schlechter. Und ich finde es halt mega schade. Ich finde, das gehört einfach mal dazu zu Weihnachten, für die Weihnachtsstimmung und so weiter. Ja, ist so. Also, keine Ahnung, früher hat es immer geschneit und dann konnte man auch ins Weihnachtsfeeling reinkommen. Aber jetzt, es ist nur, nicht nur der Faktor, dass irgendwie, keine Ahnung, dass es nicht schneit. Es ist auch noch, dass man bis zum 23. Dezember Schule hat. Ja, ich finde, die Ferien sollten irgendwie davor sein, so, keine Ahnung. Ich finde Weihnachten halt irgendwie das Schönste von allen, dass man dann einen Tag davor nur noch Schule hat. Naja, ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, ist. Weil hier sind voll viele Minecarts, ne? Ich loot gerade alle weg, damit hier kein Mensch irgendwas bekommt. Tun sie das? Jupp. Ich strip meinen mal weiter, mein Ding hier. Ja, war es auf jeden Fall recht. Ist bei mir auch so, dass es nicht schneit. Ich finde das richtig schade. Das ist schade, aber kann man halt nichts machen. Klimawandel, ahoi. Ja. Ja, wäre es mal so wie damals geblieben, dann hätte es bei uns noch geschneit, aber. Das wird ja immer geiler, von Jahr zu Jahr. Und jetzt wird es dann wahrscheinlich noch schlimmer mit der Wahl von Donald Trump. Der juckt das ja überhaupt nicht, so den Klimawandel und so. Ist ihm eigentlich relativ Schnuppe. Okay, ein Stack Eisen reicht, ne? Jupp, ich hab so jetzt ein Stack Gold. Wollen wir langsam nach oben oder ich weiß nicht? Können wir schon machen. Ja, das Problem ist, was bringt uns das halt, wenn wir nicht mal eine scheiß Hose haben. Das letzte Volk war jetzt von dir Fund her jetzt nicht wirklich sehr erfolgreich. Deswegen grabe ich mich gerade mal weiter. Weil wir bräuchten halt auch irgendwas, was wir dann im Metamarkt. Das müssen wir wieder zurück und dann wieder mal, deswegen bringen wir uns das lieber jetzt hinter uns. Ja. Als später dann. Auf jeden Fall. Ich habe halt jetzt noch 6 Dias, ne? Also.
Du hast doch 6. Mhm. Da lohnt sich auch nicht großartig was zu machen, würde ich sagen. Ja, einmal müssen wir noch Dias finden. Ja, mindestens halt. Ist halt schade, dass wir keine Full Dia zusammenkriegen hier, aber... Was will man machen? Oh man, 5 Minuten und ich finde einfach gar nichts. Gar nichts. Ja genau, und die Sache noch, ich weiß nicht, der Shiny hat doch irgendwie gefragt gehabt, wie das jetzt weitergeht mit dir und YouTube, weil du hast jetzt nur wieder den Crack erstmal gemacht. Genau. Ja, also an die Leute, die ja gerne Videos von mir schauen, ich bin eigentlich nur für das Projekt sozusagen zurückgekommen, wenn man das so sagen darf, weil ja von der Zeit her reicht es halt immer noch nicht wirklich aus. Also ich bin momentan auch unter extremen Zeitdruck. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber in der Stimme vielleicht, ich weiß nicht. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin irgendwie immer extrem müde, weil ich zu wenig Schlaf habe und die ganze Zeit am Lernen bin und so. Und ich finde, das macht nicht so Sinn, wenn man sich dann quält. Ey, Ellen, ich muss da, glaube ich, jetzt mal raus aus dieser Höhle und einfach irgendwo anders runterbauen oder so. Ja, mach das. Ich finde hier gar nichts. Ja, grab einfach straight woanders hin, keine Ahnung. Ich finde hier halt die ganze Zeit irgendetwas. Hier oben ist noch Gold, das haben wir übersehen. Hol ich mir noch schnell? Oh, Pfeile können wir uns auch nicht wirklich viel craften. Ist auch noch so unser Problem gerade. So, Alter, was ist das denn? Pff, Alter. So. Ja, morgen sind nochmal 2 Folgen. Ich hoffe, dass wir da vielleicht irgendwie mal mehr Glück hier haben. Ja, hoffe ich auch. Weil wir wollen ja dann auch mal langsam fighten, aber das geht halt nicht, wenn hier, keine Ahnung, erstes Mal will sowieso kaum einer fighten. Ja, also das Ding ist, es gibt halt die OP-equipten Leute, die ja, wollen da macht's wir auch nicht viel Sinn bekämpfen. Und dann es gefragt hat uns noch trotzdem keiner, ne? Also auch OP-Leute hat uns niemand gefragt, also hätte man vielleicht drüber reden können, aber ja. Ja, hat was. Ja, aber nicht mal Gaps oder sowas, also so viel, also wäre dann schade, wenn man dann stirbt und die ganzen Sachen hier gar nicht geused hat, die man hat. Ja. So. Oh, bin langsam nice. Out of Spitzhacken. Dias! Nice. So, 2. Oh mein Gott, endlich. Wie viel? Jetzt habe ich 12. 8er-Quelle. Nee, 6. Das ist halt nie eine Achterquelle. Ich finde hier andauernd Gold, das finde ich. Ja, ist gut. Gold brauchen wir. Gold kannst nie zu viel haben, ganz ehrlich. Dias kann man irgendwann zu viel haben, das stimmt, aber Gold kann man immer gebrauchen. Okay, hier ist nichts. Gehen wir wieder hoch. Hier war nämlich noch woanders. Bisschen höher. Du hast halt eh schon ein Stack. Ja, okay, ich habe auch genug Eisen. Sollte eigentlich reichen. Und Fäden habe ich 39. So, ich laufe mal weiter hier entlang. Vielleicht Gold schon noch wieder. Lava oder sowas. Ich auch. Wie viel Gold hast du jetzt mittlerweile? Ich habe jetzt einen Stack und 12. Ich hab halben Stack. Okay. Ah, wir hätten dann bald 2 Stacks, wenn wir weiter so machen. Ja. Ein Stack sind 8, oder? 64 geteilt durch 8. Ja, 8. 8 mal 8 sind 64. Ja. Ja.
Ah, es sind noch ein paar Fäden, die nehme ich mit. What the fuck? What the, what the fuck? So, okay, haben wir das dann auch geklärt. Was für einen Strike, Alter. Ja, wir haben, glaube ich, nicht gepostet. Oh nee. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, laber nicht. Ja, egal. Egal, juckt. Juckt. Junge, die sollen man nicht abfacken. So. Soll ich mal einen Armbrust machen? Ja. Ich mache hier ein bisschen einen größeren Raum. Dann kann ich das Ganze hier ein bisschen machen. Ich muss das Eisen sowieso schmelzen. So. Gut, Öfen. Oh Mann. Und Crafting Box. Man darf nicht vergessen, Kohle mitzunehmen. So, das teilen wir mal schnell, das so und dann mit Eisen. So, gut. Spitzhacke wieder am Arsch. Glaub's nicht. Ich hab mir gerade fast eine Goldspitzhacke gemacht. Läuft. Muss ja irgendwo Wasser sein. So. Oh, hab eine Höhle gefunden. Nice. Ich hoffe mir, hier ist was. So. Machen wir schon mal Sachen, nicht dass hier irgendwer angetanzt kommt. Ja, ich mach dann Helm und Schuhe, ne? Bitte? Wenn ich dich dann sehe. Ja, wenn ich dich sehe, kann ich dir was abgeben. Ja, ich zieh die Sachen jetzt einfach schon mal an, ganz ehrlich. Weil ich habe jetzt keine Lust, durch irgendeinen Wilder zu sterben. Und so schnell geht eine Diarussi halt auch nicht kaputt. Boah, es ist so belastend, ne? Ich finde hier halt nichts mehr. Es ist nervig, Mann.
Ist echt nervig. Vielleicht ist es cool, wenn man mal irgendwie jede Folge ein paar Dias findet, aber das reicht halt auch nicht. Die hätten jetzt schon längst Full Dia sein können und ja. Ist ja unglaublich viel Kohle gerade. Gold haben wir ja reichlich. Okay, ich gehe mal zurück zu den Öfen, nehme das ganze Zeugs mit. Alter, ich habe wieder gar nichts gefunden. Ohne Witz, ich habe jetzt nur gemeint, denn ich habe nichts gefunden. Oh, genau, jetzt müssen so viele Leute hier auftauchen. Ja, das mit diesen Konfi-Posten finde ich auch generell irgendwie scheiße, dass es nicht so selber gemacht wird. Weil andere Projekte, da ist es so, da musst du nicht posten, da wird das von alleine gepostet. Da bin ich halt noch mega dran gewöhnt. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm, mein Gott. Ja, nee, aber ich find's nicht cool, keine Ahnung. Warte mal. Wie viele Eisenblöcke braucht man für einen Amboss? 3 und 4 Eisen. Weißt du noch, wo du mich das gefragt hast, als ich tot war? Und dann meinte er, willst du mich verarschen? Mir fehlt genau ein Eisen. Das war halt echt so. Okay, ich nehme auch schnell die Workbench mit und dann gehen wir vom Server. Jupp. Ja gut, Leute, das war's. Nicht wirklich produktiv. Einmal eine kleine Dia-Quelle gefunden, aber wir müssen immer noch... Ey, das ist so ätzend. Naja, wir können nichts dafür, wir haben halt keinen Dia-Lack, Leute. Aber naja, ich würde sagen, das war's dann. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich habe nichts zu sagen. Ich hoffe, wir sehen in den nächsten Folgen ein bisschen... Ja, wir haben ein bisschen mehr Lack. Kann man natürlich nicht beeinflussen, aber wäre natürlich schön. Auf jeden Fall war es jetzt. Haut raus, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao.